Herzlich willkommen zurück hier am Stand der Amazon Game Studios auf der Gamescom 2017. Wir, das sind ich, der Oliver Germann, und an meiner Seite Giovanni Carpecci, mein treuer Begleiter. Ich grüße alle von euch, die hier am Stand sind und zuschauen. Ihr merkt schon, wir haben Spaß, weil uns ist ein bisschen der Kopf verdreht worden. Wir zeigen euch nämlich heute Breakaway, das erste Game aus der brandneuen Spieleschmiede von Amazon. Und da geht's richtig heiß her. Wir haben einen actiongeladenen Teamsport und dementsprechend gibt es auf der einen Seite diesen sportlichen Aspekt, wo ihr euch die Kugel schnappt, nach vorne lauft und ins gegnerische Tor befördert, um zu scoren. Oder? Oder wir können natürlich auch einfach sagen, wir gehen nach vorne und hauen einfach alle um. Und dann nehmen wir das Relic und gehen das Tor machen. Oder wir hauen einfach alle um. Genau. Sport ist Mord, kann man hier sehr gerne wörtlich nehmen. Ist überhaupt gar kein Problem. Und wir ermutigen euch sogar dazu bei Breakaway. Ihr könnt das Ganze selbst ausprobieren. Geht einfach links oder rechts nach draußen aus dieser Arena hier. Und selbst könnt ihr dann Breakaway mit 3 Freunden spielen. Wir spielen nämlich 4 gegen 4. Und anschließend, wenn ihr euch da hinten durchsetzen könnt, kommt ihr auf die Bühne, falls ihr das möchtet, und zockt dann mal da auf der ganz großen Stage. Alternativ könnt ihr das Ganze natürlich auch von zu Hause machen. Könnt euch für die Alpha anmelden unter www.playbreakaway.com. Da meldet ihr euch, wie gesagt, einfach an. Dann kriegt ihr einen Key zugeschickt und dann könnt ihr das Ganze am Wochenende, wenn die Alpha-Server offen sind, einfach von zu Hause daddeln. Fangen wir direkt an mit dem blauen Team für unser Match jetzt hier in der Arena. Und da fangen wir an mit dem ersten Spieler, das ist Whatever24. Manch eine Frau wünscht sich ja, Forever 24 zu sein. Er sagt sich, Whatever 24, das ist doch vollkommen überbewertet. Dann schauen wir mal, ob er jetzt auch in den nächsten 24 Sekunden nach draußen kommt. Whatever 24, bitte nach draußen kommen. Er hat sich hier gedacht, ich brauche nochmal die zweite Lichterangriffsaktion sozusagen. Und jetzt die Scheinwerfer holen so richtig heraus, was er kann. Er spielt Chiyome. Ganz außen für das blaue Team. Man sieht schon hier, der Mann weiß sofort, wo er hin muss. Zweiter Mann im blauen Team, Crazy Mix 69. Crazy Mix 69. Das ist er mit der Sonnenbrille. Ganz lässig und cool. Schleicht sich auf den zweiten Platz im blauen Team und spielt hier Thorgrim, den Tank, den Giant Slayer. Der dritte im blauen Team ist Aero Xyz, glaube ich. Fast. Nein. Okay, er spielt Argus. Argus ist der Damage-Dealer. Der ist super, super schnell mit den zwei Klingen, kann dementsprechend ganz, ganz viel Damage austeilen und hinter so einem Tank ist der gut aufgehoben. Zuletzt D.N. Roy. D.N. Roy ist hier mit Alona am Start. Don't be a stranger, be a loner. Sie ist der Healer fürs Team und sorgt dafür, dass der Tank noch ein bisschen länger auf dem Feld bleibt. Ja, und ich stelle euch jetzt die Gegner des blauen Teams vor, nämlich das rote Team, angeführt von Dursan. Dursan, komm raus, du spielst heute Argus. Argus, der Damage-Dealer, mit seinen zwei Schwertern sorgt dafür, genauso cool wie du hoffentlich auch, dass er die Gegner umhaut und die Punkte sichert. Ja, da sehen wir den Argus im Hintergrund. Dann haben wir als nächsten Spieler Evolution. Evolution hat sich für Kyra entschieden. Und Kyra, die Scharfschützin aus dem Hintergrund, sorgt dafür, die Leute mit dem Relic einfach mal auszuschalten. Dann haben wir als nächsten Spieler den Buson 94. Da ist er, der Buson. Buson hat sich für Thorgrim entschieden. Du hast ihn eben schon erwähnt, Olli, der Tank. In der vordersten Reihe mit dem dicken Hammer und der dicken Rüstung, haben wir da auch eben gesehen, versucht viel abzufangen. Und dann haben wir als letztes den Tiborius. Da ist er. Tiborius hat sich... Oh, Fanclub dabei. hat sich für Alona entschieden und möchte dafür sorgen, dass alle von seinen Teammates überleben. Genau, das blaue Team wird gecoacht von Red Lips. Red Lips kommt hier nach draußen. Gute Dame hat sich hier einen Scherz draus gemacht, dass sie jedes Mal einen anderen Nickname hat. Nicht schlecht. Und das rote Team wird gecoacht von Big Bene. Der ist zurück zum alten Nick und dementsprechend aggressiver denn je. Das ist hier der Mann, der die aggressiven Taktiken fährt. Der sagt Pressing, 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 Gegendruck. Und dann holen wir uns den Punkt mit Ruthless Aggression, sage ich mal. Hast du das gesehen? Auf dem, na, auf dem süßen Namensschild stand trotzdem noch Chantal.
Das war Aber wenn ihr euch fragt, Coaches, ja, wir stellen euch hier auf der Gamescom Coaches zur Verfügung, um das E-Sports-Feeling natürlich noch originalgetreuer zu machen. Denn, wie ihr das vielleicht schon kennt aus dem E-Sports oder auch aus dem richtigen Sport, man hat immer einen Trainer, einen Coach und der sorgt dafür, dass ihr dann nicht den Überblick verliert, wenn ihr vielleicht die Tunnel-Vision angemacht habt, dass ihr dann sagt, hey, hier, rechts, links, da ist es frei und die richtige Entscheidung treffen. Also ich als Kind eines Fußballtrainers, der 20 Jahre lang sich die Stimme aus dem Hals gebrüllt hat, muss auch sagen, es ist sehr vorteilhaft, dass das hier eben mit Headset und Mikrofon funktioniert. Das ist natürlich auch nochmal sehr viel angenehmer, als hier die ganze Zeit an der Seite zu stehen und dann Jörg, zurück! Und so, ja, das Fußballtrainer, so, ja? Das wusste ich gar nicht. Wusste gar nicht, ja. Deswegen kann ich ja auch immer direkt sagen, wenn du schlecht spielst beim Fußball. Das passiert ja nicht. Ja, als Italiener passiert das. So, hier, jetzt haben wir es hier wieder, ne? Also keine Drogen mehr bitte auf der Stage hier austeilen, Jungs. Alles klar. So, ihr merkt schon, wir sind heiß, wir sind so weit und können jetzt auch loslegen. Wir haben hier wieder den Schrein von Aurus, die engste Map in Breakaway. In der Mitte, das Relikt, die Kugel, der Ball, um den geht's. Schnappt ihn euch mit eurem Team, tragt ihn in das Relay, das ist dieser runde Kreis in der gegnerischen Endzone, in der gegnerischen Base, versenkt ihn dort drin und es gibt einen Punkt für euer Team. Eine von drei Möglichkeiten zu scoren. Nummer zwei, der Team-Vibe. Haut einfach alle aus dem gegnerischen Team aus den Socken und offen gestanden ist es meistens etwas schwieriger, als ich das eben hier so leger beschrieben habe. Und schon gibt es einen Punkt für euer Team. Und Nummer drei, wenn die Zeit abläuft und wir bis dahin noch keinen Gewinner gefunden haben, dann gibt es hier nicht diesen Tiebreaker-Blödsinn, sondern dann geht es darum, in welcher Hälfte sich das Relikt befindet. Wenn es sich in der gegnerischen Hälfte befindet, kriegt euer Team einen Punkt. Deswegen haben wir hier keine Unentschieden und aufs Ende hinzu wird nicht der Ball in der eigenen Hälfte hin und her gespielt, zurück zum Torwart. Der macht dann irgendeine Ballstaffette, spielt zum Außenverteidiger. Nein, nein, nein. Alles lame gibt's bei uns nicht. Am Ende wird's immer besonders spannend bei Breakaway, denn jeder Zentimeter kann entscheiden, wer den Punkt in dieser Runde holt. Ja, hier wird jetzt auch schon fleißig sich in der Mitte der Kopf kaputt gehauen, sag ich einfach mal. Toggle nimmt sich hier das Relic und versucht Meter gut zu machen. Im Hintergrund geht Chiome auf den Healer. Gut die eigene Rolle verstanden und den Healer ausgeschaltet. Ja, das Blau-Team hier sehr, sehr mit der Aggression am Start. Argus im blauen Team hat schon drei Kills. Da ist die Killstreak schon am Start. Und dementsprechend ist der Mann im wahrsten Sinne des Wortes on fire. Ihr seht das oben links bei dem Charakter. Es ist halt auch sehr wichtig natürlich für Argus, aber auch für sein Team. Je öfter er die Gegner auf die Bank schickt, desto länger müssen sie auf der Bank Platz nehmen. Das ist natürlich sehr, 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 sehr problematisch. Und ich kann das sehr gar nicht genug ausdrücken, wenn man lange fehlt und die Runde nur 4 Minuten dauert. Genau. Wir haben jetzt hier den taktischen Rückzug vom blauen Team gesehen. Die haben gemerkt, vielleicht hat es der Coach gesagt, ey yo, live werden hier gerade low. Und dementsprechend der taktische Rückzug in die eigene Base, wo man sich wieder hochheilen kann, sodass man eben nur kurz auf der Bank Platz nehmen muss, wenn man das erste Mal stirbt. Jetzt hier, schönes Gemenge im Mittelfeld. Bei Blau geht Chiome down, bei Rot geht Alona down. Ohne Healer muss jetzt Rot schauen, ob sie noch Druck entwickeln können. Haben sie bisher ganz gut hinbekommen, denn bei Blau sind schon 3 Leute down. Es ist nur noch Argus übrig, der jetzt aus der eigenen Base herausrennt, sich dann aber der Übermacht stellen muss und vielleicht sogar ergeben muss. Wunderbarer Punkt. Ja, nicht ganz das ist passiert, sondern das Rote Team hat diese Verwirrung genutzt, als Argus rausgekommen ist. Thorgrim schnappt sich die Kugel, muss nur noch am Healer vorbei. Der Healer ist natürlich jetzt nicht der Mann, der hier die Leute stoppt. Und dementsprechend kann der Giant Slayer den ersten Punkt holen für das Rote Team. Und jetzt kann das Rote Team erstmal fleißig einkaufen. Denn zwischen den Runden kann man das verdiente Gold ausgeben für sogenannte Items. Und wir sehen jetzt hier, dass sich Kyra und Argus beim roten Team viel Angriffsstärke holen. Thorgrim geht in die Richtung Rüstung. Und das kann jetzt natürlich sehr, sehr, sehr schnell darin enden. Genau, wir haben jetzt hier schön gesehen, wie Thorgrim eine Mauer platziert hat, eine Verteidigungsanlage. Denn jeder Warrior hat diese Fähigkeit, eine Verteidigungsanlage zu platzieren. Die bleiben dann da stehen die ganze Runde über und sogar über die Runde hinaus. Das heißt, wenn ihr hier 1-0 führt und beim ersten Game sowas platziert habt, dann bleibt es liegen. Dementsprechend sehen wir hier immer mehr Mauern. Jetzt hier Tiborius mit dem Relikt auf und davon wird allerdings vom blauen Argus mit seiner Killstreak eingeholt und die Killstreak ausgebaut. Blauer Alona hinter blauem Argus sorgt für die Heilung. Gibt den Ball ab. Schönes Zusammenspiel, weil Argus jetzt die Hände frei hat und er lässt wieder mal die Klingen tanzen. Ja, schlägt hier auf den roten Argus ein und jetzt ist das hier das Duell der Damage-Dealer, die sich beide mal überlegen müssen, wer jetzt gleich auf die Bank geht. Sieht ziemlich gut für Blau aus, doch tatsächlich konnte sich der rote Argus in die eigene Base
zurückretten. Ja, das sind die Base zurückretten. Ist natürlich auch sehr wichtig, dadurch, dass es eben darum geht, dass man nicht zu lange auf der Bank Platz nimmt. Und da kann ein taktischer Rückzug sehr, sehr viel bringen. Und jetzt wird in der Mitte hier wieder fleißig getümmelt um die Heilschreine herum. Genau, die Heilschreine, das Buildable, das die Verteidigungsanlage von Alona. Meistens macht die nicht so viel Verteidigung, sondern die sorgt, wie der Name vermuten lässt, dafür, dass ihr euch langsam etwas hochheilt. Und das teilweise mitten im Spielfeld und nicht in der eigenen Base. So, Rot jetzt in doppelter Unterzahl. Nur noch zwei Leute auf dem Platz. Jetzt kommt jedoch die Alona wieder zurück. Bis die jedoch in die Mitte gelaufen ist, könnte es sein, dass Blau diese Überzahlsituation noch ein bisschen für sich nutzen kann. Ich nehme das allerdings alles zurück, dass es nicht passiert. Wobei, nach wie vor die Killstreak bei Argus. Also taktisch wird das brillant heruntergespielt vom blauen Team, ehrlich gesagt. Ja, das Ganze komprimiert sich hier so ein bisschen in der Mitte. Es wird viel gekämpft in der Mitte. Wenn ein Team den Angriff schafft, dann wird relativ schnell wieder gegengestoßen. Und das geht aber auch hin und her im Moment. Das ist das Schöne. Es wird viel gekämpft, viel Meter gemacht. Und dann geht es wieder in die andere Richtung. Ja, DN Roy ist jetzt mit der Kugel in der Hand und Alona am Start. Er passt zum Tank. Der Tank hat seinen Einsatz ein bisschen beim Fangen verpasst. Dementsprechend klopft er jetzt lieber mal auf die Gegner drauf. Ist allerdings in eine kleine Falle gelaufen sozusagen. Denn hier kommen gleich vier Rote und schlagen auf diese zwei einsamen Blauen drauf. Argus legt sich vorne mit Kyra an. Wenn das ein Nahkampfduell wird, gewinnt Argus. Wenn es Kyra schafft, ein bisschen mehr Distanz zwischen den beiden zu bringen, dann gewinnt selbstverständlich Kyra. So, jetzt aber schaut euch an. Das blaue Team. Zwei Leute waren down, einer kommt gerade erst wieder zurück. Der blaue Argus immer noch mit der Killstreak am Start. Wieder zurück in die eigene Base und er heilt sich wieder hoch. Muss aber aufpassen, dass sein Team jetzt nicht den Punkt kassiert. Taktisch brillant wird jetzt erst die Mauer platziert. Das war gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Sodass hier die rechte Seite aus der Sicht des blauen Teams zugemacht werden konnte und gut verteidigt werden konnte. Natürlich kann man auch so die Wände und die Buildable benutzen. Hat da super die Wand zugemacht und im Endeffekt gesagt, du kommst hier nicht durch. Und jetzt geht's in den Gegenangriff. Der Gegenangriff wird auch gestartet von Argus und Thorgrim. Aber jetzt kann der rote Thorgrim mit einem schönen Relic Dash sich hier einen Meter verschaffen und durchbrechen. Ja, jetzt dachte man schon, das wäre mal ein Breakaway. Der Name des Spiels kommt eben daher, wenn sich ein Charakter die Kugel schnappt und alleine durchmacht. Vielleicht jetzt mal Alona fürs blaue Team. Sie geht nach vorne. Wird leider aufgehalten von einem sehr, sehr wohlgetimten Shot der roten Kyra, die direkt im Anschluss auf der Bank Platz nehmen muss. Und wir sehen jetzt auch, wir sind in den letzten 30 Sekunden. Oh, 30 Sekunden Bankplatzierung für Alona des roten Teams. Jetzt die ist somit raus. Ja, es geht jetzt wirklich um jeden Zentimeter, denn das Relikt muss sich in der gegnerischen Hälfte befinden, um den Punkt zu machen. Vielleicht sehen wir aber doch noch den Relic-Score, bevor die Zeit abgelaufen ist. Nur noch 10 Sekunden auf der Uhr. Das rote Team muss sich das Relic schnappen und über die Mitte tragen. Hier ist Kyra. Sie muss jetzt in den letzten 5 Sekunden nach vorne sprinten. Schafft das vielleicht? 3, 2, 1. Sie muss ganz werfen. Eng. Wirft auf. Ja, wunderbar. Das ist der Punkt für Rot. Habt ihr das gesehen? Wie fantastisch das rote Team mit einer Übersicht nach vorne gegangen ist. Kurz vor Schluss des Spiels. Und dann noch den Territory-Win geholt hat. Also wirklich, schaut euch die Kyra an, ja? Ganz, ganz stolz den Punkt fürs Team geholt hier. Unglaublich, das war einfach perfekt getimed. Da kann man auch überhaupt nichts gegen sagen. Jetzt wird fleißig eingekauft. Obwohl 15 Kills für das blaue Team gefallen sind, konnten sie noch keinen Punkt holen. Aber dreimal heroische Rüstung ausgebaut, das ist eine ganze Menge. Selbst auf Argus, der eigentlich als Damage-Dealer gilt. Ja, man kann natürlich auch versuchen, den eigenen Charakter so ein bisschen umzuskillen und den Gegner da falsche Hoffnungen zu machen, wenn er sich denkt, ja, ich gehe jetzt mal auf den Tank drauf, den haue ich doch mal ganz schnell um. Und plötzlich hat der Tank Angriff getankt und haut euch dann mal ganz einfach um. Evolution versucht jetzt über die linke Außenbahn. Doch das blaue Team hat aufgepasst, holt sich die Kugel, wirft sie in die Mitte. Wieder Evolution, der ist ja eigentlich überall mit seiner Kyra, holt sich wieder die Kugel und schießt jetzt ein bisschen aus der Distanz auf das blaue Team. In der Mitte sehen wir halt direkt, wie viele Heilschreine da sind. Im Alleingang versucht die rote Alona da durchzukommen, aber schafft es natürlich nicht und bleibt hängen. Und jetzt geht es wieder für das blaue Team in die Angriffsphase. Über die linke Seite am grünen Kristall vorbei mit einem langen Wurf. Aber da ist Evolution. Der ist da zur Stelle und hält, macht quasi den Flügel dicht im Alleingang. Ja, also in brillanter Außenverteidiger-Manier. So, jetzt hier schönes Gemenge im Mittelfeld. Da haut sich der Tank mit dem Damage-Dealer und plötzlich muss schon wieder die Spielverlagerung kommen des roten Teams, denn die haben gesehen, dass Blau auf der Außenbahn durchgehen möchte und auch mal punkten möchte. Ist das immer noch die gleiche Killing-Streak vom Argus wie vom Anfang? Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich weiß nicht, ob er überhaupt schon einmal auf der Bank gesessen hat. Dieser Argus, der ist wirklich schnell mal wieder in die eigene Base zurückgekehrt. Und das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Jetzt sehen wir hier Evolution. Springt und wirft. Wäre fast gewesen. Doch Blau
gut den Ball genommen und über die eigene Mauer. Doch das Spiel geht natürlich in beide Richtungen. Die Angreifer sagen sich, ja, was ihr könnt, können wir noch besser. Nehmen einfach die Kugel, die eben über die Mauer geworfen wurde, auf. Und Alona durch die Mauer geschützt, kann nicht getroffen werden, springt hoch, wirft. Und der Punkt für ihr Team. Ich sag dir, das war genauso geplant. Das hat sie sich genauso gedacht. Ist gesprungen, hat über die Mauer geworfen und damit einfach fantastisch diesen Punkt gemacht. Und absolut krasse Nummer. Ja, jemand aus dem blauen Team hat hier den MVP Award geholt, obwohl das rote Team den Sieg geholt hat in diesem Match. Wir sehen, Stats sind eben nicht alles. Ja, auch wenn hier 9000 Punkte geheilt werden, nützt das natürlich nichts, wenn es der Gegner schafft, die Verteidigung oder in dem Fall den Angriff zu umspielen und die Punkte mitzunehmen. Ja, wenn man sie vorne nicht macht, bekommt man sie halt leider hinten. Alte Fußballerweisheit kann man auch ganz gut hier übertragen. Es ist halt einfach so, natürlich, wir hatten doppelt so viele Kills auf der blauen Seite, aber wenn man das Gold ausgibt, aber das, wie soll ich sagen? Kein Profit daraus schlägt. Genau, wenn man den Profit nicht mit nach Hause nehmen kann, dann hilft einem das alles nichts, sondern dann gewinnt das Teamplay. Das hat das rote Team super an den Tag gelegt und deswegen auch verdient gewonnen. Ganz genau. Ihr könnt selbst ausprobieren, wie sich das Ganze anfühlt, wenn man auf der großen Bühne spielt. Alles, was ihr dazu tun müsst, und ich stapel ganz bewusst tief, ihr geht hinter unsere Demo-Area, setzt euch mit drei Freunden gegen das gegnerische Team durch und anschließend seid ihr schon dabei, in unserer Warteschleife sozusagen, und könnt auf die Bühne kommen. Und auf die Bühne kommen möchte jeder, aber wer das warum auch immer nicht kann... Du hast doch gerade gesagt, jeder will das. Ja, natürlich will das jeder, aber ich habe ja auch gesagt, wer es nicht kann. Ach so. Warum auch immer, der kann sich einfach auf www.playbreakaway.com für die Alpha anmelden, einen Alpha-Key zugeschickt bekommen und dann von zu Hause daddeln, um vielleicht das nächste Mal, wenn so eine Gelegenheit da ist, auf die Bühne zu kommen und zu gewinnen. Genau. Wer Scheinwerferallergie hat, kein Problem, der wird auch bei uns abgeholt. Ansonsten holen wir natürlich auch die Twitch-Streamer ab. Ihr habt es gesehen, wir haben jetzt noch in der Alpha schon den Mode, in dem ihr quasi die perfekte Draufsicht habt und mitbekommt, was passiert, der Spectator-Mode. Ansonsten kann auch der Twitch-Streamer seinen Subscribern die Möglichkeit geben, ins Spiel mit reinzukommen und dann mal gemeinsam im Team zu zocken. Ja, ihr seht also ganz, ganz viele Möglichkeiten. Vor allen Dingen der Fokus auf die Community. Man möchte natürlich schauen, dass die Community zusammen dieses Spiel spielt und eben auch viele Möglichkeiten geben. Ganz genau. Wir haben die nächsten Teams in den Startlöchern, die sind schon heiß. Dementsprechend machen wir eine kurze Werbeunterbrechung, sind dann sofort wieder für euch zurück mit der nächsten Runde Breakaway hier am Stand der Amazon Game Studios auf der Gamescom 2017.